Jesse selbst ist ein Hardcore-Malware-Analyst und Reverse-Engineer. Ja. Die Bühne ist eröffnet für Jesse Campos. Besuchen wir die Bärenhöhle. Vielen Dank. Ja, ich bin ein Malware-Analyst. Wir haben eine Gruppe namens Zetnet beobachtet mit meinen beiden Kollegen John Calvet und Thomas Dupuy, die leider nicht dabei sein können. Und dieser Talk basiert auf einem White Paper, welches auf unserer Homepage veröffentlicht wird. Wir bezeichnen diese Gruppe Zetnet, aber je nach Analysten heißen sie APT28, Fancy Pairs Offices, Tronsim und Zartim. Diese Angreifer machen gezielte Angriffe seit etwa 2004 und haben Interessen im Bereich der Geopolitik. Man hat sie bereits in den Nachrichten gesehen, sie sind sehr bekannt, sie sind wahrscheinlich verantwortlich für den Angriff auf das Democratic National Committee und im Bereich der Sportler von Olympischen Spielen. Wir starten mit etwas Kontext für diese Gruppe. Danach beschreibe ich haben wir einen Beispielfall, wie sie arbeiten. Schauen wir uns das Toolset an. Danach zeige ich eine besondere Operation dieser Gruppe. Und danach kommen eben so Erfahrungen, die wir gemacht haben, offene Fragen. Also beginnen wir mit etwas Kontext über Zetnet. Für welche Leute interessieren sie sich? Wir wissen ziemlich genau, welche Ziele sie bevorzugen aufgrund einer Fehler in ihrer Phishing-Kampagne. Die haben vergessen, ihre Phishing-URLs zu entfernen. Sie haben Bitly benutzt. Das heißt, wir kennen 4000 verkürzte URLs, die einen Zeitraum von 6 Monaten 2015 abdecken. Hier ist ein Beispiel. So sieht diese URL aus. Sie nennt die E-Mail-Adresse des Zieles und seinen realen Namen. Ja, da sieht man eben, kann man relativ reich finden, aus, wenn wir das Opfer ist. In dieser Liste sind die Botschaften und Ministerien von mehr als 40 Ländern, die Institutionen der NATO und der EU und schließlich und endlich in Osteuropa verschiedene Politiker, Aktivisten, Journalisten. Um die Leute anzugreifen, haben sie eine ganze Reihe von Zero Days verwendet. Hier haben wir eine Timeline, einen Zeitstrahl, welche Exploits sie in 2015 verwendet haben. Und ich spreche gar nicht über den Revamp-Exploit, die sie verwendet haben. Wir schauen uns das später an. Die Geschichte endet selbstverständlich nicht 2016. Hier ist ein Beispiel. Die Google Threat Analysis Group hat Verwundbarkeiten in Flash und dem Windows-Kernel gefunden, vor einem Monat. Und die Exploits geben sozusagen Zugriff und Privilegieneskalation auf dem Zielrechner. Ich beschreibe den Exploit nicht hier, es gibt genug Informationen im Internet. Aber wie man sieht, ist diese Gruppe sehr flexibel, weil sie diese Angriffe ausgenutzt hat. Die Gruppe hat sehr viel selbstgemachte Software in den letzten 10 Jahren eingesetzt, von Droppern über Downloadern, verschiedene Backdoors. Sie haben relativ viele Werkzeuge selber entwickelt. Ein paar Besonderheiten. Also zum einen, selbst wenn wir versuchen, die Zetnet Group sehr nah dran sein wollen, fehlen uns natürlich Teile des Puzzles. Wir beobachten die Gruppe auf der Basis ihrer Toolkit, ihrer Werkzeuge, auch wenn die in Untergruppen aufgeteilt sind. Wir können natürlich keine endgültige Attribution, also Zuordnung zu den Tätlichen machen, aber vielleicht hilft unsere Untersuchung dabei. Also beginnen wir mit Serge. Wir haben hier einen fiktionalen Target. Es ist ein Mitarbeiter einer Regierung, der Zugang zu vertraulichen Daten hat. Und wir passen dieses Beispiel, oder wir haben das nach realen Fällen gebaut. Das ist also ein Standardfall, in den Zetnet seine Tools einsetzen würde. Irgendwo ist es Montag, 9.30 Uhr am Morgen. Serge kommt zur Arbeit und öffnet eine E-Mail.
Diese E-Mail kommt angeblich von Stratfor. Das ist eine Firma, die Berichte über Geopolitik schreibt. Aber wenn man genau in die URL hinguckt, dann ist in der Domain ein Fehler. Und, ja, aber die URL ist genau dasselbe wie auf der legitimen Webseite. Ja, mit einer kleinen Änderung wahrscheinlich, um das Ziel zu identifizieren. Serge klickt auf die URL und das ist, wenn Serge das Z-Kit trifft, das ist ihr Exploit-Kit für gezielte Angriffe. Die Eintrittspunkte ähneln legitimen URLs und legitimen Webseiten. Und der Angriff wird über gezielte Spear-Phishings gemacht, aber auch gezielte Iframe-Redirection auf gehackten Webseiten. Wir haben Z-Kit im September 2014 zum ersten Mal gefunden. Das klassische Exploit-Kit kommt man auf die Landingpage und das Z-Kit baut eine Art Bericht über die verwundbare Maschine an. Das sind 200 Zeilen JavaScript in diesem Fall und die letzten two sind obfuskiert, also nicht lesbar. Das haben wir aus der Landingpage geholt. Es holt sich die Zeitzone, holt sich die Bedingungen eines Java-Objects, Navigate-Object-Screen und guckt, welche Plugins im Browser installiert sind. Es gibt einen Sonderfall für Internet Explorer. Er überprüft, ob Java und Flash installiert sind und welche Versionen. Die Kommentare sind von den ursprünglichen Entwicklern. Hier ist der Bericht von dem fiktionalen Computer von Serge. Er hat relativ viele Informationen. So kann das Z-Kit relativ präzise auswählen, wer angegriffen wird. Zum Beispiel auf der Beispiel der Zeitzone, in der sich das Opfer befindet und der Sprache, die eingestellt wird. Aber wir wissen nicht ganz genau, was wichtig für die Operator ist. Wir haben das unterschiedlich gecrawlt. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wir wissen aber nicht, welche Entscheidungen der Operatoren dazu führen. Nehmen wir an, Serge besteht diese Prüfung und wird angegriffen. Und er kommt zu der Znet Exploit Fabrik. Hier ist eine Liste der Exploits, die Z-Kit ausliefern kann, seit wir es beobachten. Viele waren Zero-Day-Exploits, als sie ausgebracht wurden. Insbesondere gibt es einen Exploit für MacKeeper, eine Bereinigungs-Utility für Macs und wird hauptsächlich in der Ukraine verkauft. Und die anderen Exploits sind sozusagen nachgebaut und einen beschreibe ich. Das ist CVE 2014-6332. Das ist ein Fehler in der JavaScript-Engine vom Internet Explorer. Und damit kann man eben eigene Read-Write-, Schreib-, Leseoperationen durchführen. Ist in Oktober 2015 beschrieben worden. Und auf der Basis von einem Proof of Concept wurde das gezeigt, hat man gezeigt, wie man damit eine Binärdatei mit PowerShell runterladen kann. Aber im Beginn dieses Jahres, 2016, dieser Exploit hat den Safe Mode nicht abgeschaltet, sondern hat direkt eine Robchain ausgeführt. Das sind ca. 400 Zeilen VB-Skript und das meiste davon ist angepasst worden von den Angreifern. Das ist die Funktion, die Robchain baut. Hier ist ein Beispiel. Man kann sehen, dass hier mit einer DLL auf Windows 7 gearbeitet wird. Ein Teil dieses Codes basiert auf einer Präsentation, die auf der Black Hat 2014 gehalten wurde. Und es macht der Z-Netz aus, komplexe Exploits zu verstehen, sie zu adaptieren und in ihre Arbeit zu integrieren. Gehen wir zu Sage's File zurück. Der Exploit zieht das Payload eben nach. Und dann begegnet Serge dem Z-Uploader. Das wird von Z-Code runtergeladen. Das sind zwei Binärdateien, der sogenannte Dropper und der eingebettete Payload. Das ist die erste Stufe, die auf dem Rechner des Opfers installiert wird und kennt man seit März 2015 bis heute. Schauen wir uns den Arbeitsablauf des Z-Uploader-Droppers an. Er hat eine einfache Kette von Aktionen. Das erste ist, das ist ein Anti-Analyse-Trick, mit dem das beginnt. Das ist ein Extrakt von den Daten. Die letzte Byte wird auf den Wert 42 gesetzt, erzeugt eine Datei mit einem bestimmten Namen, schreibt 1 Million Mal in das Datei rein,
und schreibt nochmal eine Million Datei mal in das Detail rein. Und dann guckt er, ob der Buffer immer noch den Wert 42 ist. Dieser Code ist ziemlich strange. Aber das wurde in den neuesten Samples-Beispielen geändert. Und das scheint einfach nur die Ausführung der Software zu verzögern. Der nächste Schritt ist, das Payload zu entschlüsseln. Das ist eine Klasse, die einfach Uploader heißt. Die haben die Entwickler so genannt. Danach kann der Dropper eine lokale Privilege Escalation ausnutzen, je nachdem. Das erste war ein Zero Day, als es veröffentlicht wurde. Ja, und der andere wurde zusammen vom Hacking-Typ übernommen, als die Daten veröffentlicht wurden. Und danach wird die Persistenz eingerichtet. Damit gibt es sehr viele unterschiedliche Techniken. Und manche nur, wenn der Dropper Systemrechte hat. Es gibt hier ein paar Ausnahmen: Windows, Object Hijacking, JavaScript, Code, der über die RANDL32-Echse ausgeführt wird. Das haben wir auch in anderer Schadsoftware gesehen. Gibt es auch manchmal in krimineller Schadsoftware. Zu diesem Zeitpunkt läuft der Payload auf dem Computer von Search. Das ist eine Malware zur Ausforschung, die so in Grundbedingungen stattfällt. Sie macht eine Netzwerkverbindung mit dem C2-Server, mit dem Command-and-Control-Server. Deren Typ ist in den letzten Monaten sich viermal geändert. Aber zuerst macht er eine Verbindungsprüfung, ob Google.com erreichbar ist. Falls ja, geht er weiter. Ansonsten versucht er, den Proxy zu verwenden, falls es einen gibt. Und das liest er aus dem lokalen Profile aus. Und also wenn das funktioniert, dann benutzt er die lokalen Credentials, um den C2 zu erreichen über Proxy. Wenn das nicht funktioniert, ansonsten versucht es, einen Browser zu starten, um sich dort rein zu injecten. Als erstes wird sozusagen ein Report an den C2-Server geschickt, damit man den Rechner identifizieren kann, der infiziert wurde. Und die Prozessliste wird geschickt. Was ist sozusagen, welche Festplatte ist in dem System? Und das wird verschlüsselt geschickt über das Netzwerk zum C2-Server. Das ist ein ziemlich kleiner Report, aber damit möchte man irgendwie Security Researcher und Sandboxes rausfiltern. Der letzte Schritt ist, eine Konfigurationsdatei vom C2-Server zu holen. Ich gehe die nicht durch, die sind ziemlich deutlich, da steht sehr viel drin. Und deren Zweck ist aber, ein weiteres Binary darunter zu laden. Ja, eine DLL oder eine ausführbare Datei. Gehen wir zurück zu unserem Ablauf. Es ist immer noch Tag 1. Der Computer von Search ist mit Z-Uploader infiziert, am selben Tag um 10 Uhr. Die Operator wissen ja, dass Search ein legitimes Ziel ist. Und Z-Reco wird durch Z-Uploader heruntergeladen. Das ist eine klassische Backdoor. Die kann externe Plugins laden und kann sich damit ihre Funktionen erweitern. Ja, und das ist, wenn der erste Treffer erfolgreich ist, dann wird das heruntergeladen. Und es scheint es seit 2012 bis jetzt zu geben. Wenn dieser Drop auf dem System ankommt, er installiert die Payload und die Konfiguration in zwei Orten auf der Festplatte, in einer MSD-Datei und in der Windows Registry. Und beide enthalten die gleiche Information, die MSD-Datei und in der Registry. Wenn man nur den Payload hat, dann kennt man die Konfiguration nicht. Man braucht also diese Config-Dateien, um zu verstehen, was das Ding macht. Die Konfiguration, das ist der verschlüsselte Teil, das hat einen kleinen Header. Und die Header hat einen 6-Byte-Key, mit dem sie verschlüsselt ist. Und der wird zufällig von dem Dropper generiert. Danach kommen 20 Byte. Jedes beschreibt ein Feld in der Data, in dem Datenstrom. Dann haben wir das entschlüsselt. So sieht das etwa aus. So sehen die einzelnen Felder aus. Das sind verschiedene Zeitwerte, die sind nicht so spannend. Der ist der Name des Rechners, des Opfers. Eine Flag soll die Malware laufen, soll sie nicht laufen. Hier sind drei
C2-Server, mit denen geredet werden sollen. Der erste ist der primäre, die anderen sind Fallbacks. Das, glauben wir, ist die Beschreibung einer Funktion. Wir haben viele von denen gefunden. Manche haben wir hier auf dem Bildschirm. Und Cedrico kann auch weitere Plugins laden. Und das wird auch in der Konfiguration niedergelegt. Hier ist Raum für 10 Plugins. Und in der initialen Konfiguration sind alle diese 10 leer. Schauen wir uns dieses Payload an. Es hat 26 Comments. Jede hat eine eindeutige Nummer. Die werden während der Runtime registriert. Und die Funktion heißt auch Register New Command. Da sehen wir die verschiedenen Funktionen, die einzelnen Kommandos, Dateien schreiben, Dateien lesen, alle Prozesse anzeigen lassen, die laufen. Es kann die Registry ändern und kann sich selbst updaten, die Konfiguration anpassen oder eben neue Plugins runterladen. Also wenn wir uns Plugins anschauen, die kommen als DLL und werden in denselben Adressraum gelesen. Und sie können jede Funktion des Hauptpayloads verwenden. Hier, so sieht das aus, wenn die Payloads ein Plugin nachladen. Manche Funktionen haben ein Argument, zum Beispiel die Adresse für das Output-Formatting und für die Registrierung. Also man kann jedes zusätzliche Plugin verwenden, nachdem den Tätern ebenso ist. Das öffnet einen HTTP-Kanal zum C2-Server. Wenn Cedrico sich beendet, dann wird jedes Plugin entladen. Aber nur die vorher registriert wurden. Es ist immer noch Tag 1. Cedrico ist 30 Minuten nach der Erstinfektion installiert worden. Am selben Tag, 4 Stunden später, trifft Serge den X-Agent, der wiederum durch die zweite Stufe runtergeladen. Das ist eine modulare Backdoor in C++. Und da gibt es mindestens eine Linux, Android und iOS-Version davon. Das ist ihre zentrale Backdoor, die sie überall verwenden oder fast immer. Meistens, nachdem sie den ersten Überblick über das Zielsystem oder das Zielnetz bekommen haben. Und es wird eingesetzt seit 2012 bis etwa heute. Wird also weiterhin eingesetzt. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich C++ Reverse Engineering. Aber die Operator haben mal einen Fehler gemacht, deswegen haben wir den Quellcode von X-Agent. Da ist ein Auszug des Quellcode-Datei. Das ist ein komplett funktionierendes C++-Projekt. Das wurde hier 2015 kompiliert. Das ist also ein Linux X-Agent. Das Binary wurde an dem Tag erzeugt. Der Quellcode hat ca. 18.000 Zeilen in 59 Klassen. Das ist also relativ groß. Wir glauben, dieser Code ist von der Windows-Version abgeleitet, weil man an mehreren Stellen haben die Developer Windows-API-Calls einfach auskommentiert und haben stattdessen dann Linux-API-Aufrufe reingetan. Es gibt mehrere Versionen von X-Agent. Der Source Code ist aus der sogenannten Major Version 2. Aber es sieht immer noch der jetzt laufenden Version oder eingesetzten Version 3 ähnlich. Es gibt sehr viele Kommentare. Die Kommentare sind interessanterweise schlechtes Englisch, manchmal Russisch, manchmal ASCII-Art. Schauen wir uns an, wie das Ding kommuniziert. Hier haben wir eine einfache Übersicht über die Kommunikation. Das Wichtige ist eine Kernel-Run-Schleife. Der Kernel ist selbst ein Modul. Die Messages sind unverschlüsselte C++-Objekte. Die werden an den Betreuer des Kanals geschickt. Das ist das Interface, um den C2-Server anzusprechen und die Nachrichten an den C2-Server weiterzuschicken. In die andere Richtung
fragt dieser Operator regelmäßig den C2-Server, ob verschlüsselte Nachrichten für Edge-Module vorliegen, und das wird dann an den Kernel weitergeleitet. Der entschlüsselt das Ganze und gibt es dann an die Module weiter. Das ist also die andere Richtung. Der Channel Controller kennt sozusagen den aktuellen Netzwerkkanal nicht. Das kann alles möglich sein, das können HTTP sein, können sogar E-Mails sein. Und der Channel Controller ändert den Kanal, wenn der aktuelle nicht funktioniert. Lass uns jetzt mal den E-Mail-Channel näher anschauen. Die Art und Weise ist relativ einfach. Wenn der Kanalcontroller hat eine Nachricht für den CNC-Server hat, dann sendet er eine E-Mail mit dem Inhalt an einem als Attachment zu einem Inbox. Zum Beispiel könnte das eine Freemail-Adresse sein oder eine gehackte E-Mail-Adresse. Und der CNC-Server holt dann diese E-Mail aus dieser Inbox und schaut sich das Attachment an. Wenn der CNC-Server eine Nachricht für dieses Modul hat, sendet es eine entsprechende Nachricht an einem E-Mail zu einer anderen Mailbox, von der der Client die Nachricht abruft. Das Ganze ist ganz gut, aber wenn man E-Mail benutzt, um einen CNC-Kanal zu benutzen, brauchen wir zuallererst E-Mail, das Wissen, dass man herausfindet, welche E-Mails wirklich wertvoll sind und welche einfach nur Spam ist. Und außerdem müssen Spam-Filter auf dem Weg zur Inbox umgangen werden. Und für diese Gründe hat sie ein Schema erstellt. Das ist ein Level-2-Protokoll. Sie bezeichnen es als Level-2-Programm-Protokoll. So schreibt, wie so eigentliche E-Mails erstellt werden. Das Protokoll definiert. Das Subject des Schlüssels muss ein Base64-Key von eines Wertes von diesem sein. Es muss eine Zufallszahl sein, dann zum Ende die Agent-ID mit demselben Schlüssel geXORed. Dieser Wert muss sowohl von dem Client als auch vom Server benutzt werden. Damit kriegen Sie Ihre eigenen E-Mails von anderen E-Mails unterschieden. Zuallererst wird überprüft, ob dieses funktioniert. Substoken ist ein String, das komischerweise ein Byte Wert, so wie ich den String China beinhaltet. Schaut sich auch den Inhalt an und den Anhang. Der Anhang ist die wirkliche Nachricht. Das ist nur die BASE64-Enkodierung von zufälligen Werten. Das ist Protokoll, aber in unserem Linux Source Code haben die Entwickler hardcoded Werte reingeschrieben. Wir nennen das Georgian Protokoll, weil diese Werte in der georgischen Sprache sind. Zum Beispiel der Nachricht ist Pejonomeri, das ist eine nationale Identifikationsnummer, also Passnummer, und der Inhalt ist Gamajoba, also Hallo. Und der Attachment steht Detaruai, also Detailed, und dazu der Timestamp. Das wurde wahrscheinlich gemacht, um in Georgien wenig Aufmerksamkeit zu haben oder in einem gehackten georgischen Inbox. Zum nächsten Schritt von X-Agent. Ich möchte nur ein bisschen darüber reden, welche CNC-Infrastruktur benutzt wird. Aber wir haben wieder Zugang zu ein bisschen Quellcode. Dieser Fall wurde das in einem öffentlichen Directory auf einem Server gelassen und Google hat es analysiert und wir haben es zufällig gefunden. So, der Source Code ist ein Proxy-Server für den Backend-CNC-Server und Sie können sich die Dateien anschauen. Es ist in Python geschrieben worden und wurde zwischen April und Juni 2015 benutzt, weil da ein paar Log-Dateien mit Timestamps dabei sind. Es sind ungefähr 12.000 Zeilen Code, weil es nur ein bisschen mehr als ein normales Relay ist. Was es macht, es empfängt diese E-Mails und wandelt sie in ein HTTP-Protokoll für den Backend-Server um. Diese HTTP-Requests haben ein spezielles Protokoll. Und wir vermuten, dass sie ein ähnliches Setup benutzen für den HTTP-Kanal, wenn sie nicht den E-Mail-Kanal benutzen. Auch wenn dieser Proxy nur für den Mail-Kanal ist. So, genau genug mit X-Agent jetzt. Gehen wir auch mal zurück mit dem Event-Kette. Und jetzt wurde die
X-Agent aufgebaut und jetzt sind zwei Hintertüren offen zur selben Zeit. Das heißt, selbst wenn eine erkannt wird, ist die andere noch da. Und jetzt ist das Ziel, dort die Informationen zu entfernen und sich lokal auszubreiten. In den nächsten 3 Tagen werden sie Passwort-Extractor-Tools auf den Computer ausführen, normalerweise frei verfügbare, und diese Werkzeuge können viele Passwörter herausfinden, zum Beispiel Browser oder E-Mail-Client. Aber die sind oft bekannt und werden von Antivirus erkannt. Also hat Cent seine eigenen Passworterkennung-Tools geschrieben und in diesem Fall ein spezielles, das nur für ihn kompiliert wurde, weil es dieses Passwort in einem Pfad sucht, das nur auf seinem Computer ist. Das Windows-Passwort wird gelesen und das Windows-Passwort wird aus dem Registry gelesen. Mimikatz in diesem Beispiel. Und der Output wird häufig in eine Datei gespeichert, nennt sich py.log. Sergey könnte auch den Screenshooter treffen. Es macht immer 15 Screenshots, wenn die Maus sich bewegt, und das 15 Mal hintereinander. Und zu guter Letzt, Search hat X-Tunnel. Das ist ein spezieller Proxy-Tunnel, den es ermöglicht, den als Reverse-Proxy zu benutzen. Das wurde zuerst im Mai 2013 gefunden und wird immer noch benutzt. Wie funktioniert das jetzt genau? Hier ist das Grundbeispiel. Der Senate-CNC-Server ist im Internet. Searchs Computer ist in seinem eigenen Organisationsnetzwerk und wurde übernommen. Computer A und Computer B sind auch in dem Netzwerk, aber die sind weder aus dem Internet erreichbar noch von Senate kontrolliert werden. Aber sie können von seinem Server erreicht werden. So, das allererste, was er macht, ist einen verschlüsselten Handshake mit dem CNC-Server erstellt, mit dem ein EC4-Schlüssel zwischen den beiden ausgetauscht wird. Beide haben eine Kopie eines großen Tabelle mit Zufallsdaten. Ein Ausschnitt davon wird benutzt, in diesem Beispiel die Datei, die mit O beginnt, und diese Reihe möchte mit dem Server geteilt werden. Es sendet nicht den Schlüssel, sondern den Abstand und einen Beweis, dass er wirklich weiß, welchen Schlüssel das ist. Das ist noch eine andere Zeile von dieser Tabelle T, die mit einer genauen Zeile Abstand hat, die mit der Datei verschlüsselt ist. Wenn dieser Wert richtig ist, dann sagt er okay und benutzt halt diese Bytes als Schlüssel. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Dateien zwischen dem CNC-Server und dem externen Server werden mit diesem Schlüssel verschlüsselt. Bemerkt, dass der die Ort des Schlüssels nicht verschlüsselt wird. Seit 2014 wird dieser verschlüsselte Link in TLS inkodiert. Das ist keine schlechte Idee, aber das Zertifikat vom CNC-Server wird nicht verifiziert. Und nun zum nächsten Schritt. Sobald dieser verschlüsselte Link erstellt wurde, kann andere Verbindungen aufgebaut werden. Es wird dann eine Verbindung mit diesem Zielcomputer im selben Netzwerk geöffnet und dann werden dort Daten weitergeleitet. Der Link zwischen dem externen Server und dem Server A nicht verschlüsselt ist, sodass einige TCP-Daten übernommen werden. Wir wissen nicht genau, welcher Verkehr damit übersendet wird. Wir wissen nicht, welche Daten versendet werden, aber es wird mit verschiedenen Versionen benutzt. Und man kann Kommandos auf dem Zielrechner ausführen, ohne dass dort die komplette Backdoor läuft. Und es benutzt eine ID, damit man extern unterschiedlich unterscheiden kann, steuern kann. Und ein weiterer Tunnel kann aufgemacht werden mit dem Rechner B hier in dem Beispiel. Und er kümmert sich um das Routing.
Das heißt, der SetNet-Control-Server kann über den Rechner von Search 2 weitere Rechner ansteuern, um zu pivoten. Gehen wir zu unserem Zeitstrahl zurück. Wir haben jetzt drei Tage, in denen Seitwärtsbewegungen gemacht wurden, Daten geklaut wurde. Die letzte Operation des Operators war, eine weitere Persistenzmethode einzurichten, damit man da langfristig drauf sein kann. Am Freitag um 11 wird diese Long-Term-Persistence, diese Langzeit-Versteckmethode gemacht. In den Office-Folder kommt eine Datei namens msi.dll. Das macht eine andere Binärdatei, die auf dem System gelandet ist. Die sieht man hier und die schreibt in den Office-Ordner rein. Und benutzt dazu einen Privilege Escalation Exploit, einen lokalen, und schreibt dann eben diese Binärdatei dorthin. Das ist eine legitime MSI-DLL-Datei im System32-Ordner, die gehört dorthin und die wird verwendet von Office, wie zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint. Und die MSI-DLL exportiert dieselben Funktionen wie die legitime MSI-DLL, die sieht man hier. Ihr könnt euch vorstellen, was da passiert. Jedes Mal, wenn der Rechner von Search Office startet, wird die MSI-DLL des X-Agent geladen und sozusagen, da es in dem lokalen Ordner ist, wird danach dann die reale MSI-DLL geladen. Es füllt die eigene Exporttabelle mit der Adressen der echten MSI-DLL und so kann Exchange gestartet werden. Das nennt sich Search Order Hijacking, also Suchreihenfolge, Kidnapping. Das beruht nur auf der Tatsache, dass Sie in den Office-Ordner reinschreiben können. Wir haben das auch gesehen mit einer Datei, die linkinfo.dll heißt und die wird in den Windows-Ordner gelegt. Also die gleiche Technik, anderer Name der Datei. Das ist sozusagen unser Standardfall. Was passiert zu einem Ziel innerhalb der ersten Tage nach dem Angriff? Also jetzt wissen wir, wie dieses Ökosystem von SetNet funktioniert. Und dann schauen wir uns einen besonderen Fall von letztem Jahr an, Downdelve. Etwa im September 2015 haben wir einen normalen SetNet-Dropper gefunden mit einem TAN-Dokument, einem TAN-Text. Das ist das Dokument, das ich hier zeige. Und das ist eine völlig legitime Einladung zu einer internationalen Konferenz. Und man kann dieses Dokument im Internet finden, also das echte. Der Payload ist in Delphi geschrieben und wir haben ihn deswegen dann einfach Downdelve genannt. Der Arbeitsablauf ist einfach. Er holt sich eine Config-Datei, eine INI-Datei. Auf der Grundlage der Konfiguration holt er sich sein Payload und das wird dann auch ausgeführt. Und als Persistenzmethode wird einfach der Run-Key der Registry verwendet. Es mit der Ausnahme, wir haben ein weiteres Beispiel gefunden in 2013. Das Downdelve ist im selben Dropper drin und es benutzt einen Rootkit-Installer. Und das würde Systeme infizieren, die ein MBR verwenden und das haben wir auf XP 32-Bit, 64-Bit getestet. Dieses Bootkit, so sieht die Platte aus, nachdem sich das Bootkit installiert wird. Der erste Sektor ist der neue bösartige MBR, der zweite Sektor ist der originale MBR, der mit einem 1-Bit XOR verschlüsselt wurde. Und danach haben wir im dritten eben Sektor ebenfalls gescored, den Code des Bootkits. Und es wird ein Treiber und zwei DLLs auf dem System versteckt. Der normale Bootprozess, der diesen Ablauf zeigt, das erste wird der böse MBR ausgeführt. Ein ziemlich klassischer Rap macht er einen Hook auf den Interrupt 13-Händler. Der kümmert sich um die Schreib-Lese-Operation. Und damit kann er Lese-Schreib-Operationen abfangen und manipulieren. Und damit kann sich das Bootkit in den Hauptspeicher patchen. Also, beziehungsweise er patcht den Bootmanager und dort patcht er sich rein. BootMGR ist jetzt gepatcht. Und dann
nimmt das Bootkit wieder eine andere Funktion, die heißt OS Transfer to Kernel in der Winload-Exe und die wird ebenfalls gepatcht. Wie der Name sagt, diese Funktion steuert den Kernel-Eintrittspunkt. Auch der ist jetzt gepatcht und das Bootkit kann die Funktion jetzt ändern, bevor der Windows-Kernel startet. Alle, der Kernel und der Treiber sind ins virtuelle Memory gemappt. Das Bootkit schaut nun nach der Funktion ml mapplus space und trägt Code ein in der acpi.sys in ihrer Ressource-Sektion. Das Bootkit muss die Sachen natürlich wo wegschreiben, da es an seine Bereiche nicht mehr rankommt, nachdem der Kernel hochgekommen ist. Hier haben wir seine Base-Adresse, die ursprünglichen Sprungpunkte. Der Treiber ist jetzt gepatcht. Wenn der Treiber nun geladen wird, dann wird dieser Hook ausgeführt. Der Code aus der Ressource-Section wird ausgeführt, ändert die Ursprungsadresse, damit die Kernel Patch Protection das nicht findet. Und damit schiebt er seine physische Adresse in den virtuellen Adressraum. Es gibt jetzt drei Komponenten, die aktiv sind. Der Bootkit-Driver entschlüsselt die erste DLL, die Userland-Komponente, und mappt sie in Explorer-Exe und injectet sie dorthin. Dann wird Downdelf selber runtergeladen, das in der Registry versteckt, war also dort ausgelesen. Dieser Workflow ist ein bisschen strange. Warum benutzt der Treiber das nicht direkt? Wir haben uns die Userland-Komponente angeschaut. Und das war vielleicht gar nicht der Payload, der zuerst verwendet werden sollte. Da gibt es eine fehlende Exportvariable. Er setzt diese Variable auf var, aber diese Variable haben wir nirgendwo mehr gefunden. Das heißt also, es gab mal, dass das Bootkit, beziehungsweise der Treiber, dass das eine Ähnlichkeit hat zu einer Malware namens Black Energy. Wir haben viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Phänomenen gefunden. Und diese Funktionen sind in Black Energy und Downdelf sehr ähnlich. Er verwendet dafür drei Exports, Entry, EP-Data und Dummy. Und die gibt es eben in beiden und werden in der identischen Form verwendet. Und diese Entwickler haben wahrscheinlich Zugriff auf den Source Code von Black Energy. Aber wir kennen kein Bootkit, das zu dieser Black Energy Familie gehört. Gehen wir zurück zu Downdelf. Wir schauen uns Beispiele von 2014 an. Wir haben da eine weitere Installation gefunden. Und diesmal kam ein Kernel-Modul Rootkit mit. Das ist benutzt Persistenz, schreibt sich in die Explorer-Exe, soll alles, was Downdelf verwendet, soll versteckt werden, damit man das auf der Festplatte nicht sieht. Die Entwickler haben dummerweise ganz viele Debugging-Funktionen hinterlassen und deswegen erkennt man, was passiert, wenn der Treiber geladen wird. Dann sieht man, welche Ordner in der Registry sollen versteckt werden, welcher Treiber wird geladen. Wir kennen zwei Implementationen. In der ersten Version sind die Opfersysteme Windows XP und der benutzt SSDD-Hooking. Und für Windows 10 ist es ein Minifilter-Driver. Das ist eine sehr aktuelle Version auf Windows. Und das orientiert sich an einem Programmierbeispiel von Microsoft. Wir haben 64-Bit Samples verwendet. Wir haben aber den eigentlichen Dropper nicht. Das heißt, wir wissen nicht, wie er an der Signaturprüfung der Treiber vorbeikommt. Ja, und wir konnten da auslesen, dass es auch Varianten gibt, die offensichtlich für Kaspersky vorbereitet sind, dass man da an diesem Antivirenscanner vorbeikommt. Wir haben nur 7 unterschiedliche Samples von Downdelf in den letzten 3 Jahren. Sie sind sehr vorsichtig, nur in sehr speziellen Fällen eingesetzt. Einer der C2-Server wurde für 2 Jahre verwendet. Das ist ein sehr langer Zeitraum.
Sie haben ein Bootkit verwendet, das funktioniert von XP bis Windows 7. Sie haben unterschiedliche Rootkits erstellt für die identische Version des Betriebssystems. Sie haben sich sehr angestrengt, diese Persistenzmethoden einzurichten. Und Downdev selber benutzt lädt Zrico und XAgent ebenfalls hinunter. Das heißt also, Downdev gehört jeden auf jeden Fall zu dieser Gruppe. Jetzt kommen die Spekulationen. Nachdem wir jetzt so viele Binaries uns angeschaut haben, können wir ein paar grundlegende Ideen machen. Ich rede jetzt nicht über die Software. Ich rede jetzt nicht über die Verantwortung, wer sie hat, sondern über die Software. Das ist eine Frage, die wir untereinander oft diskutieren. Wie wir in der Präsentation zeigen wollen, ist, dass die Software sehr divers ist. Wir haben den Delphi Downloader, wir haben einen Windows Bluekit, ein C++ Backdoor und viele Infrastrukturen mit JavaScript und Exploits, und die Diversität ist gut für sie, weil es das Nachfolgen und die Erkennung schwerer macht. Aber wie kommen Sie auf diese Idee, so viele unterschiedliche Systeme zu benutzen? Haben Sie die selber entwickelt oder haben Sie die eingekauft? Und wir haben ein paar Ideen oder ein paar Nachweise in diese Ideen. Zuallererst, Synod Binaries werden speziell für ein Target erstellt werden. Und das, nachdem es angegriffen wurde oder infiziert wurde. Wie zum Beispiel dieses Beispiel, dass Passwörter und Benutzernamen von Benutzern genutzt wird. Und das sollte in genau diesem Netzwerk funktionieren. Und genauso werden die Software regelmäßig geändert. XAgent hat sich sehr viel geändert und Xtunnel und auch. Die Entwickler sind ein Teil des Teams und sind nicht Outside-Leute, die für einen Job herangezogen wurden. Außerdem sind einige gemeinsame Techniken, zum Beispiel den RC4-Schlüssel als Verbindung eines festbestimmten Wertes in einer zufälligen Zahl oder hardgecodete Tokens in den Netzwerknachrichten. Das sind einige Beispiele, die in verschiedenen Versionen dieser Software entwickelt werden, die in unterschiedlichen Sprachen entwickelt wurden. Das ist einfach nicht rumkopierter Code, sondern eine Reimplementation derselben Idee. Und das bedeutet, dass eventuell dieselben Entwickler hinter verschiedenen Softwares sind. Ein weiterer Beispiel im Entwicklungsprozess ist, dass sie ein paar Programmierer mit Fehler eingebaut haben. Zum Beispiel hier in dieser Linux XAgent wird getPacket zerstört wird mit aufgehört wird mit pthread exit, aber es sollte sendPacket sein. Und der Windows Code hat auch diese hat auch den richtigen Namen. Hier ist auch noch ein Beispiel, wo eine Report-Nachricht ist, wurde für den CNC-Server gebaut. Die IP-Adresse und die Portnummer des Zielangriffs werden in einen 6-Byte-Buffer geschrieben, aber der Memory-Pointer ist nicht inkrementiert zwischen den beiden Schreibvorgängen, sodass der Port die IP-Adresse überschreibt. Und wir können vermuten, dass der CNC-Server dieses Report gar nicht überprüft, sodass der ist unbekannt geblieben ist. Das sind einige der Beispiele von Fehlern im Zenith-Code. Also die Entwickler haben keinen guten Review-Prozess und in vielen Fällen ist es einfach hackisch. Diese Idee weiterzuarbeiten, dass viele Crimeware benutzt, als Inspiration benutzt wird und viele Code mit zum Beispiel Carver benutzt, und in diesem Fall mit einfachen, frühen Beispielen von Black Energy. Wir können jetzt vermuten, dass die Entwickler miteinander verbunden sind mit einigen der klassischen Crimeware-Gruppen. Und zu guter Letzt hat der Exploit-Developer-Kit Frodo und LOL als Namen benutzt. Und das ist, und wenn Sie solche Namen benutzen können, können wir vermuten, dass Sie nicht in einer sehr formalen Umgebung arbeiten, nur so grundlegend. Um diese Spekulationen zusammenzufassen, vermuten wir, dass Setnet ein paar Inhouse-Entwickler hat, die sehr wenige Übersicht haben, und die haben Verbindungen mit Crimeware-Untergrundorganisationen. Wenn Sie eine andere Meinung haben, können wir da gerne drüber reden. Spekulationen ist
fertig, jetzt können wir zusammen machen. Synod-Aktivität hat viel gemacht in den letzten 2 Jahren. Sie haben unterschiedliche Ziele angegriffen. Das Toolkit wird die ganze Zeit geändert. Und wir werden noch viel mehr Spaß damit haben. Okay, vielen Dank dafür, für Ihre Aufmerksamkeit. Und während des Applauses wollen wir auch noch bei Ihnen beim Zuhören bedanken und bitten um Feedback zu @c3lingo oder mit dem Hashtag C3T. Es gibt einige Mikrofone in den Gängen. Bitte gehen Sie zu einem von denen, um Ihre Fragen zu stellen. Okay, lasst uns mit dem Internet beginnen. Haben wir Fragen aus dem Internet? Eine Frage, ist das russische Staatsmalware? Diese Frage werde ich nicht beantworten. Aber wir können uns darüber unterhalten. Wir machen die Endattribution nicht, weil das sehr schwierig ist. Noch eine Frage aus dem Internet. Keine ernsthaften Fragen vom Internet. Wenn Sie gehen, bitte leise gehen. Ein paar Leute wollen hier noch zuhören. Andere Leute wollen noch ein bisschen mehr darüber wissen. Frage da hinten. Ja, ich habe noch eine Frage. Die Malware, die Sie gefunden haben, sind viele NSA-Malware, die dort eventuell gefunden werden. Haben Sie irgendwelche Entwicklungen, die Sie aus diesen Malware gefunden haben? Ich würde sagen, ja. Ich habe hier darüber nicht gesprochen in dieser Präsentation, aber Xtunnel beispielsweise war nicht obfuskiert und dann wurde es später obfuskiert, es wurde besser gemacht. Die scheinen sich da Inspiration zu holen, ja. Hinten ist eine Frage. Hallo. Ich habe eine vielleicht offensichtliche Frage oder spekulative Frage. Glauben Sie, dass diese Gruppe irgendwelche Anschlüsse mit der russischen Regierung haben? Ich habe bereits gesagt, ich kann diese Frage nicht beantworten. Wir wissen, dass sie Russisch sprechen können, aber das bedeutet natürlich nicht viel. Haben Sie auf Ihre Untersuchung der... Ich muss jetzt die Frage nochmal erneuern. War da irgendein Zusammenhang von Ihrem Research auf deren Seite? Haben Sie da irgendwie darauf reagiert? Wie ich vorher gesagt habe, als wir das gemacht haben, als wir es begonnen haben, extra anzuschauen, wir haben da ein paar Obfuskierungstechniken gesehen in der Software. Die Forschung hat sehr lange gedauert. Wir haben das vor ein paar Monaten erst veröffentlicht. Ich würde jetzt etwas warten, um zu sehen, ob sie wirklich direkt Änderungen machen, die wir auf unsere Forschung zurückführen können. Aber sie werden ziemlich sicher unsere White Paper lesen. Das ist eine Frage da hinten. Haben Sie irgendwelche Zielgruppen herausgefunden? Haben Sie da irgendwelche... sind die irgendwie alle ähnlich, oder? So. Die zweite Frage ist, haben Sie irgendwie auf diese Targets-Reaktion, also Zielreaktion reagiert? Haben Sie andere Leute angegriffen, weil Sie auf den ersten Informationen gefunden haben? Ja, die zweite Stufe wird nicht installiert, wenn ihre erste Ausforschungsphase keine gescheiten Ergebnisse bringt. Yeah.
Wir sprechen nicht mit dem Ziel, weil manche Opfer sind Botschaften. Das ist sehr unspezifisch. Warum sollten sie uns immer antworten? Manchmal versuchen Leute, uns zu erreichen. Und wir befürchten, dass das manchmal auch Tarnmeldungen sind. Aber normalerweise hören wir nichts von den Opfern, wenn wir ihnen Berichte geben. Ist noch eine Frage da hinten? Ja, hallo. Eine weitere Frage. Während Sie Ihre Arbeit tun, haben Sie Angst über Ihre eigene Sicherheit? Ihre eigene Sicherheit? Ich habe mir das bereits seit einem Jahr angeguckt. Und ich fühle mich sicher, es ist ja nichts passiert bis jetzt. Beziehungsweise wir werden sehen. Weitere Fragen? Internet? Eine weitere Frage aus dem Internet. Fragen von einem... Welchen CrowdStrike-Report meint ihr? Den über das DNC, das Demokratischen Nationalkongress Hack? Das weiß ich gerade nicht. CrowdStrike hat mehrere Berichte vorgestellt. Haben Sie irgendwelche Sicherheitslücken in dem Code gefunden? Ich glaube, meine Kollegen haben manche gefunden. Ein paar. Das auch das der Bericht, das Google Threat Team hat über was über Flash berichtet. Ich habe Samples gefunden, die direkt danach. Die sind nicht öffentlich verfügbar. Aber andere Firmen haben darüber was veröffentlicht. Ja. Manchmal kann man da Zero Days finden, die die Gruppe einsetzt. Haben Sie irgendwelche Sicherheitslücken in der Kommunikation mit dem CNC-Server gefunden? Ja, wir suchen nicht nach solchen Sachen. Da gibt es, klar, da gibt es Fehler. Ja. Aber die scheinen nicht die Kommunikation zum C2-Server zu beeinflussen. Weitere Frage, noch eine aus dem Internet. Sind da irgendwelche Folgen von diesen witzigen Namen, die Sie benutzen? Ja, das ist eine interessante Frage. Interessante Frage, ich glaube aber nicht. Bitte das Mikrofon benutzen. Danke. Vermuten Sie, dass die US-Organisationen, die Attributionen gearbeitet haben, dass sie mehr Informationen haben als Sie? Mehr Informationen als wir? Ziemlich sicher. Wie wir am Anfang gesagt haben, uns fehlen sicher Teile des Puzzles. Und deswegen gibt es auch gute Berichte von anderen Firmen. Definitiv hat jemand mehr Informationen als wir oder andere. Noch eine Frage. Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber Sie haben gesagt, dass die Ziele normalerweise Sie nicht kontaktieren, aber woher wissen Sie, wer die Ziele waren? Ja, wir haben ein System, das Telemetrie macht. Wir haben Treffer, wir haben Binärdateien, wir haben Beispieldateien, wir schauen die uns an. Wir finden Ähnlichkeiten. Ich habe zum Beispiel diese Bitly-Liste gefunden. Dort sind ja die Informationen drin, wer dieses Bierschiffchen kriegt. Aber klar, wenn es ein Opfer gibt, kann man mit mir sprechen. Vielleicht kann ich da noch weitere Informationen für ein Opfer bereitstellen. Ja, Fragen. Internet.
Wurden dort viele, wurden die großenflächig... Das ist sehr gezielt. Das wird nicht in der Masse, in der Fläche verbreitet. Noch eine Verbesserung in der letzten Frage, insbesondere nochmal über den Democratic National Convention. Sind da irgendwelche Unterschiede zwischen den Reports von CrowdStrike und was Sie meinen? Ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Sachen. Wenn wir diese Exploits sehen, die veröffentlicht wurden, das kommt nicht unbedingt in unser Paper rein, weil es ja schon im Internet ist. Alle unsere White Papers sind eine technische Übersicht über diese Tools. Und ich glaube nicht, dass sie über dieselben Werkzeuge gesprochen haben, über die wir gesprochen haben. Weitere Fragen? Wir haben immer noch Zeit. Okay, Internet nochmal. Internet fragt, ob die Ziele inzwischen besser geschützt sind. Wenn sie besser geschützt sind, wir finden diese... wir finden diese Dateien, wenn sie unsere Endpoint-Security verwenden, vielleicht ja. Aber in unseren Berichten sind ja auch Indikatoren drin für Administratoren, um sich ihre in die Infrastruktur zu schützen. Ihr könnt euch das White Paper runterladen, da sind ziemlich viele Indikatoren drin, die ihr benutzen könnt, um in eure Infrastruktur zu suchen oder sie zu schützen. Und wir machen selber keine Incident Response, wir unterstützen also nicht bei Sicherheitsvorfällen. Questions in here still? Internet, something there? No, it's getting quiet. Nein, auch im Internet ist es ruhig. Ah, da ist noch eine weitere Frage. Hallo. Anscheinend viele dieser Vorträge sind über Windows-Maschinen. Sie haben eine zweite Stufe für iOS, OS 10 und Linux und Android. Und den Quellcode, den wir uns angeschaut haben, ist für die Linux-Version. Und wir haben auch weitere Samples gefunden für OS 10, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben ein relativ großes Arsenal. Jetzt, wo es anscheinend keine weiteren Fragen mehr gibt, hat irgendjemand eine gute Idee für eine Bar, die es hier gibt? Das soziale Leben können wir ein bisschen später diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch wir bedanken uns aus der Übersetzerkabine. Dies war der Vortrag.